Also hier haben wir unseren Notdiesel. Der soll im Notfall, wenn mal der Hauptstrom ausfällt, soll er automatisch starten und das Schiff dann zumindest mit einer Grundversorgung, eine Grundversorgung stellen für das Schiff, damit wir zum Beispiel Gäste von Bord bekommen können. Also es soll Strom, Lichtstrom erzeugen. Und sonst soll es eigentlich, wenn wir auf Fahrt sind, auch noch Manövereinrichtungen und ja, Notfalleinrichtungen wie Feuerlöschpumpe, Lenzpumpe, also alle im Notfall wichtigen Aggregate versorgen. Ja, und der braucht mal wieder ein bisschen mehr Liebe, Zuneigung und Pflege, damit er auch noch die nächsten 10 Jahre rund läuft, wenn wir ihn brauchen. Er hat halt blauen Rauch gehabt. Sehr viel blauen Rauch, das ist immer ein guter Indikator dafür, dass da sehr, sehr viel Öl mit in den Verbrennungsraum gelangt und mit verbrannt wird und dann halt auch mit in die Umwelt geht. Das verbraucht zum einen viel Öl, zum anderen macht das auch den Motor langsam, aber sicher kaputt. Und ja, da müssen wir jetzt halt nachgucken, ob wir die Ölabstreifringe tauschen können und so weiter. Also es gibt schon einen Befund, aber jetzt, wo wir ihn aufhaben, gucken wir natürlich nach, was wir sonst nicht so sehen können. Wie sind die Oberflächen von den Laufbuchsen? Wie gut sehen die Dichtungen aus? Wie gut sehen jetzt irgendwelche, zum Beispiel der Abgaskanal, der ist ja auch jetzt ein bisschen der suppt ein bisschen schwarze Plörre raus. Das kommt auch von dem vielen Öl, aber kann auch eine kaputte Dichtung sein. Das ist so ein bisschen nachforschen, leider immer auch ein bisschen. Man kann einiges vorplanen, aber es kommt dann doch mal was nach. Ja, wir haben den Notdiesel einmal komplett überholt. Wir haben jetzt hier sämtliche Zylinderlaufbuchsen erneuert, haben alle Dichtungen erneuert und haben an einigen Ecken noch Nacharbeiten gemacht. Und jetzt ist er wieder komplett zusammen. Der soll im Notfall soll er automatisch uns mit Strom versorgen, falls bei uns die normale Stromversorgung zusammenbricht. Das ist die Hauptaufgabe und deshalb hat er eine automatische Starteinrichtung, mit der läuft er automatisch an. Also niemand muss in diesem Raum sein. Wir sind jetzt aber da und er mag es, wenn er ein bisschen vorgeschmiert wird. Und das machen wir einmal hier eben. Bis da drüben dann anfängt der Druck zu steigen auf dem Manometer, den kleinen schwarzen. Okay. Ja, dann ist er eigentlich jetzt so startbereit. Okay. Jetzt haben wir einen Ausfall des Bordnetzes simuliert. Jetzt fährt er sein Einfahrprogramm durch. Ja, so jetzt haben wir das einmal getestet und das müssen wir einmal die Woche testen. Damit sind wir dann auf der sicheren Seite, dass er im Notfall auch wirklich startet und uns mit Strom versorgt. Eben halt auch Notbeleuchtung und solche Sachen, die auch für einen Veranstaltungsbetrieb wichtig sind. Falls mal der Landstrom wegbricht, haben wir dann auch zumindest die Fluchtwege und alles beleuchtet. Und das gehört halt zu unseren Aufgaben, dass wir es regelmäßig testen.